قالي قوا قادناي عربي كنوا قادناي قصايد كنوا أنا لوجو راحي قارنوا أنا دميين حتى أنا وحرنا قيبتي دوجكا الإسراء والمعراج إن أنوسو جديو طالب أرديدا مسجد خلفاء الراشدين كمدة شعيب ليرادو شعيب عبد الله محمد أي أنوسو جدنا هدي على إدمو طالب كاس أي أنوسو جدنا إسراء والمعراج قيبتي حتى على بعض اللقوق قادناي أو دوجة فلتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ich heiße Shu'aib Abdullahi, komme von der Schule Al-Khulafa al-Rashidin und heute halte ich euch einen Vortrag über die Nachtreise und die Himmelfahrt. Die Nachtreise und die Himmelfahrt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam musste viel Leid ertragen. Zum einen musste er den Schaden der Quraysh dulden und zum anderen verstarben sein Onkel Abu Talib und seine geliebte Frau Khadija. Danach die bis dahin fruchtlose Reise in die Taif-Region. Doch der edle Gesandte blieb geduldig. Die Nachtreise. Nach einigen Überlieferungen fand ein Jahr vor der Auswanderung nach Madina, Kapitel folgt, ein ganz besonderes Ereignis statt. Die Nachtreise. Die Nachtreise ist im edlen Koran und in den vertrauenswürdigen Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fest verankert. Es ist Pflicht daran zu glauben, dass die Nachtreise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von der Al-Aqsa-Moschee in Quds stattgefunden hat. Die Sunniten mit ihren Hadith-Gelehrten, Koraninterpreten und alle anderen Gelehrten sind sich darüber einig, dass die Nachtreise des Propheten körperlich, seelisch und im wachen Zustand stattgefunden hat. Es wurde sowohl von Ibn Abbas, Jabir, Anas, Umar, Hudayfa, sowie von Imam Ahmed al-Tabari und weiteren Gelehrten bestätigt. Bezüglich der Nachtreise gibt es unter den islamischen Gelehrten keine Meinungsverschiedenheiten, da dies im Koran erwähnt ist. Vor Antritt seiner Nachtreise wurde dem Propheten die Brust geöffnet. Dann wurde sie mit Samsamwasser gewaschen und mit Weisheit und Glauben gefüllt. Der Engel Jibril kam zum Propheten mit einem weißen Reittier al-Buraq, der größer als ein Engel und kleiner als ein Maultier war. Nachdem der Prophet aufgestiegen war, brach es auf, wobei es seine Vorderhufe so weit aufsetzte, wie sein Blick reichte. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erreichte Yathrib Madina, wo er aufstieg und betete. Danach erreichte er Dur Sina, wo er ebenfalls aufstieg und betete. Danach erreichte er Bethlehem, den Geburtsort des Propheten Isa, wo er ebenfalls abstieg und betete. An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass die Handlung des Propheten auf Tabaruk an etwas Gesegnetem von Gott Segen erlangen wollte, Hinweis, da der Ort, an dem der Prophet Isa geboren wurde, durch seine Geburt Segen erlangte. Der Prophet ritt auf dem Buraq, bis er die Al-Aqsa-Moschee erreichte. Als er die Al-Aqsa-Moschee betrat, hatte Gott seinen Weg, um ihn zu ehren, alle vorausgegangenen Propheten in der Moschee versammelt, damit er ihnen als Vorbeter das Gebet verrichtete. So stellte der Engel Jibril den Propheten an vorderster Stelle. Während seiner Nachtreise sah der Propheten viele außergewöhnliche Dinge, die für uns Lehren und Ermahnungen beinhalten. Während seiner Nachtreise sah der Prophet am Grab der Frau, die der Tochter des Pharaos die Haare kämmte, roch er einen schönen Duft, der aus dem Grab dieser rechtschaffenen Frau heraustrat. Es wird überliefert, dass sie die Haare der Tochter des Pharaos kämmte. Einmal fiel ihr der Kamm aus der Hand. Daraufhin sagte sie beim Aufheben Bismillah. Die Tochter des Pharaos fragte sie daraufhin, ob sie einen anderen Gott außer ihrem Vater habe. Die Frau sagte, ja, mein Gott und der Gott deines Vaters ist Allah. Die Tochter des Pharaos teilte dies ihrem Vater mit, woraufhin er sie aufforderte, den Islam zu verlassen. Sie weigerte sich jedoch. Er ordnete kochend heißes Wasser und warf ihre Kinder hinein. Ihr Säugling sprach zu ihr, bevor es ins heiße Wasser geworfen wurde. O Mutter, habe Geduld. Die Strafe im Jenseits ist stärker als die Strafe auf der Welt. Bleibe standhaft. Du bist im Recht.
Sie verlangte von Pharao ihre Knochen, um die Knochen ihrer Kinder zu begraben. Pharao stimmte zu und warf sie schließlich hinein. Sie und ihre Kinder starben als Märtyrer. Märtyrer sind Menschen, die um das Bekenntnis ihres Glaubens willen leiden, genauer gesagt ihren gewaltsamen Tod erdulden. Der Prophet sah während seiner Nachtreise Menschen, deren Zungen und Lippen durchgetrennt wurden. Woraufhin der Engel zu ihm sagte, das sind die Anstifter zur Zweitracht, Streit und zum Schlechten. Sie haben die Menschen zu ihrer Führung Verderbtheit, Betrug und Verrat angestiftet. Der Prophet sah Menschen, deren Köpfe mit schweren Gegenständen zerschmettert, zerschlagen wurden und anschließend ihre ursprüngliche Form annahmen. Daraufhin sagte der Engel Jibril, das sind diejenigen, deren Köpfe zu schwerfällig waren, um das Gebet zu verrichten. Al-Mi'raj. Nachdem der Prophet in der Aqsa als Vorbeter vor allen anderen Propheten das Gebet verrichtete, begann die Himmelfahrt. Berichtete folgendes sinngemäß, in Begleitung des Engels Jibril erreichte ich den ersten Himmel. Jibril bat den Wärter des Himmels, das Tor zu öffnen. Der Wärter fragte, wer bist du? Er antwortete, Jibril. Der Wächter fragte, wen hast du bei dir? Jibril antwortete, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Wächter fragte, wen hast du bei dir? Jibril antwortete, ich habe Muhammad. Der Wächter fragte, hat er die Erlaubnis hierfür erhalten? Der Engel Jibril antwortete, ja, er hat die Erlaubnis hierfür erhalten. Alsdann wurde uns das Tor geöffnet. Und dort begegnete ich dem Propheten Adam. Er begrüßte mich und bat Allah um das Gute für mich. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stieg von Himmel zu Himmel und traf im zweiten Himmel den Propheten Isa alaihi salam und den Propheten Yahya alaihi salam. Die Propheten Isa und Yahya waren Cousins. Im dritten Himmel traf er den Propheten Yusuf. Im vierten Himmel sah er den Propheten Isa. Im fünften Himmel sah er den Propheten Harun. Im sechsten Himmel traf er den Propheten Musa. Im siebten Himmel traf er den Propheten Ibrahim, der mit dem Rücken an das Haus Al-Ma'mur angelehnt war. Dieses Haus betreten täglich 70.000 Engel. Sie beten dort und betreten es, nachdem sie es verlassen haben, kommen sie nie wieder. Dann ging der Engel Jibril mit dem Propheten Muhammad zum Baum Al-Muntaha. Die Blätter dieses Baumes sind so groß wie die Ohren eines Elefanten. Und seine Früchte sind so groß wie Wasserkrüge. Eine kurze Geschichte über die Pflichtgebete. Der Prophet berichtete sinngemäß weiterhin folgendes. Die Schönheit vom Baum Al-Muntaha könnte niemand von den Geschöpfen beschreiben. Ich erhielt dort die Offenbarung und mir wurden 50 Gebete in der Nacht und am Tag vom Allah, der über alles Erhabenen auferlegt. Ich kehrte zurück und traf den Propheten Musa. Er fragte mich, was hat dein Herr deiner Gemeinschaft auferlegt? Ich antwortete, 50 Gebete. Er sagte, kehre zurück und frage deinen Herrn um Erleichterung, denn deine Gemeinschaft wird es nicht verrichten können. Ich habe vieles mit Bani Israel erlebt und ich habe sie getestet. Der Prophet Muhammad sagte sinngemäß, ich kehrte zu meinen Herren zurück. Der Gesandte Gottes sagte weiterhin sinngemäß, ich sagte, oh mein Herr, ich bitte um Erleichterung für meine Gemeinschaft. Daraufhin wurden mir 5 davon erleichtert. Und ich kehrte zu Musa zurück und berichtete ihm, dass meiner Gemeinschaft 5 Gebete erleichtert wurden. Somit 45 Gebete. Der Prophet Musa sagte, deine Gemeinschaft wird es nicht verrichten können. Kehre zurück und bitte deinen Herrn um Erleichterung. Ich kehrte immer wieder zurück, bis mir gesagt wurde, O Muhammad, es sind 5 Gebete in der Nacht und am Tag zu verrichten. Jedes Gebet entspricht der Belohnung von 10 Gebeten. So entsprechen dieser der Belohnung von 50 Gebeten. Derjenige, der eine gute Tat beabsichtigt und sie ausführt, erhält dafür eine Hasana. Und wenn er sie ausführt, erhält er dafür 10 Hasana. Derjenige, der eine schlechte Tat beabsichtigt und sie nicht begeht, erhält dafür keine Sayyia. Und wenn er sie begeht, erhält er dafür nur eine Sayyia. Abu Jahl versammelte sein Volk. Der Götzenanbeter Abu Jahl versammelte sein Volk und der Gesandte Gottes berichtete ihnen, was er sah. Einer der Götzenanbeter sagte,
Ich bin sehr wissend über die Al-Aqsa-Moschee und darüber, wie sie aussieht und wie nah sie an dem Berg ist. Wenn Mohammed richtig berichtet, werde ich es den Menschen berichten. Wenn Mohammed falsch berichtet, werde ich es den Menschen berichten. Dieser Götzenanbeter kam zum Propheten Mohammed und sagte: Mohammed, ich bin sehr wissend über die Al-Aqsa-Moschee. So berichte mir über sie, wie sie aussieht und wie nah sie an dem Berg ist. Die Al-Aqsa-Moschee wurde für den Propheten so sichtbar, wie einer von uns zu seinem eigenen Haus schauen kann, so dass der Gesandte Gottes die Moschee genau beschrieb, mit Aussehen und Entfernung zum Berg. Dieser Mensch sagte dann zum Propheten: Du hast recht. In einer anderen Überlieferung soll er gesagt haben, was die Beschreibung betrifft: Bei Allah, du hast recht. Mit diesem großartigen Ereignis ehrte Allah, der Erhabene, seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صدق الله العظيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا شفيع الله، السلام عليك عزينا يا مدي الله، السلام عليكم أصحابي رسول الله، السلام عليكم أزواج رسول الله، السلام عليكم أولاد رسول الله. السلام عليك عائشة أبا بكر الصديق، عائشة أبا بكر الصديق، أميلين أري عوش عبد الله يلا راي، عائشة بكر أتى رسول الله محمد زي بكر عوج هاي يا رسول الله، آمين آمين أرشك أكوارتي أمرجي مكيدري، أربعين سنة أفرتن سن أمرجي مكيدري. أرسله الله تعالى إلى كافة خلق أجمعين إلهي خلق هندر سدي رسالة هندي بديما عمر جي مكي دري دب خمسون سنة خمتن إكوسن عمر جي مكي دري إلهي دول الرحمن قدل ميس مد سارة دي أمين نبقل دل مغي أمين نبقل دل مغي خمتن إكوسن إجري يا رسول الله كبرتي سباي فادمنا سغال سنجرتي يا رسول الله أغثني يا رسول الله أغثني أجرني لا أمري لا متى بيس غاري لوزاري أردي أرزجل يا رسول الله غروغ أسسو بنايا إهد عشر والولي محمد غروغ أسسو بنايا إذا عشر والبالي قل لأولاد مقاجي أكازل أرأي ورثو أبوك عاوك وقل أهلي أبو بلا حقا عن سيدي يا رسول الله يوم صلي وسلم حبيبي محمد عليه السلام الله صلي وسلم على حبيبي محمد عليه السلام